Ja, für mich geht es jetzt weiter. Erstmal guten Morgen zum zweiten Tag der Tour. Ich starte jetzt hier in Holzminden bei etwas bedecktem Himmel und leichtem Nieselregen. Aber ist noch alles gut, sag ich mal. Ja, wie gesagt, jetzt geht es für mich hier über die Weser und dann Richtung Höxter. Ist nicht mehr so weit und dann, ja, mein Ziel heute Nachmittag oder heute Abend ist Hannover-Schmünden. Und ja, bis dahin soll es wohl ein bisschen feuchter werden als jetzt. Naja, lassen wir uns überraschen. Es kommt, wie es kommt. Also bis später. Jo, da bin ich wieder. Ja, ich musste noch mal einen zweiten Versuch jetzt starten. Ich hatte meine Trinkflaschen in der Pension vergessen. Oh. Ich war gerade über die Weser rüber, da fiel mir auf, da fehlt auch was. Ja, bin noch mal zurück und ja, da standen sie schön in der Küche. Und haben auf mich gewartet. Na naja, gut. Denn ohne Trinken ist schwierig. Auch wenn es heute nicht ganz so sonnig ist wie gestern. Ja, zum Wetter ist es relativ mild. 17, 18 Grad oder was wir haben. Und ja, so leicht am Stüppgern. Es ist alles noch ohne Regenklamotten machbar. Aber es soll so eine Stunde ungefähr ein bisschen mehr kommen und da muss ich dann doch wohl meine Regenklamotten anziehen. Ja gut, bis dahin lasse ich es noch rollen und transpiriere so vor mich hin. Ohne Regenklamotten, mit wird es wieder schwieriger. Naja, egal. Bis später. Ja, ich nähere mich so langsam Höxter und natürlich vorher dem Weltkulturerbe Kloster Corvey, Schloss Corvey. Oh, das sieht auch nicht schlecht aus hier drüben. Ja, wir haben mittlerweile schon 9:45 Uhr. Durch diese Aktion Trinkflasche vergessen, hat es auch ein bisschen Zeit wieder gekostet, aber gut, kann man nicht ändern. Muss sein. Und noch ist es trocken. Gucken wir mal, wie lange es noch hält. Jetzt bin ich hier am Kloster Corvey, Schloss Corvey, keine Ahnung. Ja, recht imposant. Na gut, ich werde jetzt das nicht näher erkunden. Ich gehe wieder zurück auf den Weserradweg, dass ich möglichst viel Kilometer schaffe heute, bevor der Regen kommt und mich ein bisschen ausbremst. Also, wir sehen uns. Ja, dort könnt ihr Höxter erblicken. Da links ist der große Wohnmobilstellplatz. Und ich fahre jetzt hier immer schön an der Weser entlang. Erstmal durch Höxter durch und dann geht es Richtung Beverungen. Und das Wetter hält noch.
Ja, auf der anderen Weserseite seht ihr den Weser-Camping, wo ich vor gut 5 Wochen war und mein Zelt aufgeschlagen hatte auf meiner letzten Tour. Letzten Etappe von hier Höxter bis nach Hause. Ja, und für mich geht es jetzt immer noch hier weiter. Wie gesagt, Wetter geht noch, also es stimmt gerade ein bisschen nur. Obwohl, eben kam mir schon ein Ehepaar fett in Ponchos eingepackt entgegen. Fand ich jetzt noch ein bisschen übertrieben. Aber gut, jeder so wie er möchte. Ja, Höxter und seine Ausläufe habe ich jetzt auch hinter mir gelassen. Jetzt geht es hier über eine schöne kleine Flussbrücke. Oder auch nicht. Muss ich mal gucken. Ja, doch. Ja, und was soll ich sagen? Die Sonne scheint sogar ein bisschen. Und das, obwohl die so viel Regen vorhergesagt haben für heute. Naja, ich glaube, ich klopfe mal irgendwo auf Holz. Vielleicht kommt ihr ja nur ein bisschen später, wer weiß. Auch von mir aus kann auch ganz wegbleiben. Ich habe da kein Verlangen nach. Ja, auf der anderen Weserseite, oben auf dem Hügel, ist die Porzellanmanufaktur Fürstenberg. Und ja, die ist nicht ganz so groß wie Meißner Porzellan, denke ich mal, aber trotzdem ganz nett gelegen dort, muss ich sagen. Und das Wetter, ich weiß auch nicht, das wird ja mal heller. Blauer Himmel teilweise. Verrückt. Ja, und ich habe mir erstmal die Weste ausgezogen. Boah, war doch ganz schön am Transpirieren. Nee, es ist so mild heute Morgen. Und Regen ist auch hoffentlich erstmal nicht in Sicht. Also, fort mit der Weste. Ja, und auch heute wieder wundervolle Ausblicke aufs Wesergebirge und die Weser selbst. Wieder ganz toll. Ach ja, ist schon schön das Radreisen, ne? Immer wieder toll. Ja, und es geht mir nicht alleine so, wenn ich sehe, wie viel heute Morgen schon wieder hier auf dem Radweg los ist und alle Leute noch gut gelaunt. Es wird zurückgegrüßt, was auch nicht immer so der Fall ist. Aber ne, ich habe die Erfahrung gemacht, morgens sind es alle noch gut drauf und damit das, wenn die Anstrengungen ein bisschen mehr werden, dann kehrt man mehr so in sich. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon gemerkt habt, aber mir ging es ja auch so gestern am Mittag. Da wollte ich gar nicht mehr großartig mit Leuten irgendwie Kontakt aufnehmen, sondern nur noch mein Ding durchziehen. Und ja, wie gesagt, man wird dann ein bisschen ruhiger. Alle grüßen dann doch nicht. Ein paar Drömmelige gibt es immer noch. Na egal.
Jo, Beverungen ist erreicht. Und ja, es ist doch relativ wenig los heute Morgen hier. Zumindest in dem Abschnitt jetzt. Ich mache hier im Bierwogen noch mal eine kleine Pause. 30 Kilometer habe ich jetzt hinter mir. Einen kleinen Müsli-Riegel verzehren und ein bisschen Cola habe ich noch. Ja. Ja, wir haben jetzt auch schon 11 Uhr. Oder nach 11 sogar schon. Und noch ist alles trocken. Naja, schauen wir mal. Es bezieht sich wieder ein bisschen jetzt, aber noch hält das Wetter. Wie gesagt, wir werden sehen. Es kommt, wie es kommt. Pause beendet. Ich fahre jetzt wieder raus aus Beverungen. Noch ein nettes Gespräch eben gehabt mit zwei Radlern, also ein Pärchen. Kommt ursprünglich aus Eisenach. Ja, guck an, genau mein Endziel, wo ich hin möchte. Ja, wie gesagt, noch nett unterhalten mit den beiden. Und dann fing es aber auch so leicht an zu regnen. Hat schon wieder ein bisschen nachgelassen jetzt. Ja. Wahrscheinlich wird mich das den ganzen Tag so begleiten. Mal mehr, mal weniger. Wie gesagt, wir werden sehen. Ich werde es berichten. Ja, trotz Regen immer wieder schön. Ah, herrlich. Da ich hier hauptsächlich so unter Bäumen lang fahre, kriege ich von dem Regen nicht so viel ab. Gut, es ist auch nicht so stark am Regnen jetzt. So leichter Fisselregen nur. Oh, ja, ich wollte an sich nur warten mit der Regenjacke, weil da schwitzt ja auch ganz schön drunter. Deswegen fahre ich erstmal so lange es geht, so ohne Regenjacke. Und wenn es stärker wird, dann halt mit Jacke. Naja, wir werden sehen. Bin ich hier in Herstelle, kurz vor Bad Karlshafen. Und normal müsste es hier mit der Fähre auf die andere Seite gehen. Naja, wir werden sehen. Oder ich müsste an der Bundesstraße lang fahren. Naja, mal schauen. Ich werde mich noch entscheiden, was ich mache. Ja, doch. Ja Leute, wie ihr seht,
habe ich mich doch für die andere Variante entschieden. Also nicht mit der Fähre, sondern entlang der Bundesstraße oder Landstraße. Hier führt ein Radweg. Auf der anderen Seite sollen bis zu 20%ige Steigungen sein. Und das muss ich mir echt nicht antun. Also, ganz bequem hier entlang. Tja Leute, das nenne ich mal Hanglage. Aber richtig Hanglage. Heide Witzka. Wie es da wohl im Winter zugeht. Eieieiei. Na gut, wird schon irgendwie klappen, wa? Bin ich an den Salinen in Bad Karlshafen. Was so leicht runterrieselt hier. Ja, da drüben der Wald, das ist bereits Niedersachsen, also die andere Seite der Weser. Und ja, ich bin jetzt hier aus Karlshafen raus. Ja, und ich bin in Hessen. Ja. So eng liegt das alles beieinander. Guck an, habe ich auch nicht gewusst. Ja. Ja, für mich geht es dann weiter Richtung, ich glaube Bodenfelde. Hab gleich die 50 Kilometer noch nicht ganz geknackt, aber fehlt nicht mehr viel. Nö, lief ganz gut heute Morgen. Mit dem Wetter, toi, toi, toi. Hat auch gut geklappt bisher. Ich hoffe, es geht weiter so. Also bis später. Ja, Mahlzeit, liebe Leute. Ich habe hier so einen kleinen Rastplatz gefunden entlang der Hauptstraße. Ich mache jetzt erstmal ein bisschen Mittagspause. Es ist zwar leicht am Stippkern, aber alles noch auszuhalten. Ich habe hier meine Cola, meine Kaminwurz und dann noch so ein Schoko-Müsli-Riegel. Sollte erstmal reichen. Ja, ich würde sagen, Mahlzeit. Ja, nochmal ein Blick von meinem Rastplatz hier auf die Weser. Und auf der anderen Seite scheint wohl auch der offizielle Weser-Radweg zu sein. Da ist auch wesentlich mehr los als hier an der Hauptstraße. Aber ich finde es auch ganz nett hier, muss ich sagen. Ja, ich habe jetzt Mittag beendet, habe meine Kaminwurz gegessen und den Müsli-Riegel. Ja, und dann werde ich mich mal so langsam wieder in die Spur machen. Wetter geht auch noch, aber das wisst ihr ja bereits. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns. Bis später. Ja, da hinten geht es dann doch noch mal ein bisschen hoch für mich. Das wäre auch sonst so einfach, ne? Nur ebene Fläche. Ist auch ein bisschen langweilig. Ja, Mittagspause beendet. Das tat richtig gut jetzt. Ja, ich habe dann eben noch mal Nachricht bekommen von Michael, der vom Süden her Richtung Eisenau unterwegs ist. Ja, der hat es im Moment nicht so gut getroffen. Fast nur Regen heute. Und naja, gut. Dafür muss er heute auch nicht so weit. Ich glaube nur 60 Kilometer bis Bad Kissingen. Naja, Michael, halt durch. Puh, Glück gehabt. Kurz vor der Steigung durfte ich links abbiegen. Auch nicht schlecht. Ja, da vorne kommt dann die Fähre von der anderen Seite rüber.
Das ist dann in Warmbeck. Mhm, okay. Und danach kommt am Bodenfelde auf der anderen Seite, aber ich bleibe hier auf dieser Seite erstmal. Ja, schön. Wir haben jetzt genau 13 Uhr. Und es rollt echt gut heute, muss ich sagen. Macht Spaß. Ja, jetzt bin ich hier bei Lippoldsberg. Geht auch wieder eine Fähre rüber. Und da drüben ist auch wieder, naja, obligatorisch Wohnmobilstellplatz. Wie so viele hier an der Weser. Naja, die Leute wollen halt auch möglichst nah am Fluss immer sein. Und die sprießen echt wie sonst was aus dem Boden hier. Aber schön gelegen doch, muss ich sagen. Ja, und für mich geht es dann hier weiter. Genau. Weiter Richtung Giselwerder. Auch noch nie was von gehört, aber egal. Auf jeden Fall wunderschön hier. So eingebettet zwischen den Bergen. Hat echt was. Ja, kein Wunder, warum der Weser-Radweg einer der beliebtesten Radwege in Deutschland ist. Also die Strecke hier ist wirklich toll, muss ich sagen. Also von Porta bis Hanmünden ist echt spitzenmäßig. Macht wirklich Spaß. Selbst bei etwas trüberem Wetter heute. Naja, weiter geht's. Ja, Leute, ich kann gar nicht aufhören zu filmen. Es sind so viele schöne Motive hier. Tolle Landschaften, also ist echt genial heute. Wahnsinn. Gefällt mir richtig gut. Prozession hier. Irgendwas mit Kirche, Pfadfinder, keine Ahnung. Okay. Gut. Soll es ja auch geben, ne? Ist ja in Ordnung. Ja, und ich bin jetzt gleich hier in Giselwerder. Und, achso, die Beschilderung ist übrigens jetzt grün hier in Hessen. Ich war auch schon ein wenig durcheinander, aber klar, von Bundesland zu Bundesland ändert sich das ja. Bisher immer rot, dann grün. Naja, ist halt so. Es ist immer noch so leicht am Stippgang. Solange es nicht mehr wird, ist alles gut. Ich will mal zusehen, dass ich jetzt irgendwo an eine Fähre komme, dass ich auf die andere Seite komme. Denn ich glaube, hier ist dann nur noch an der Landstraße der Radweg. Und der Hauptweser-Radweg, die Abbiegung habe ich wohl irgendwie verpennt. Naja, auf jeden Fall so ein, zwei Fähren kommen noch, dann kann ich auf die andere Seite rüber. Das wäre schon mal nicht so schlecht. Also, man sieht sich. Jo, dann will ich hier mal links runter zur Fähre.
ich da rüberkomme. Weil wenn ich hier geradeaus fahre, das wäre dann die Alternativroute. Und die führt dann direkt an der Hauptstraße entlang. Das ist dann nicht so prickelnd. Jo, das war wohl nix. Wir haben heute, ja, Montag bis Donnerstag. Und wir haben jetzt 13.46 Uhr. Und über 2 Stunden warten wollte ich ja nicht. Auf die gestiefelte Katerfähre Ödelsheim. Also geht's dann hier weiter. Auf die Alternativroute. Na gut, nicht zu ändern. Ja, ich hoffe dann mal, dass ich gleich mit der anderen Fähre rüberkomme nach Bursfelde zu dem ehemaligen Benediktinerkloster. Das könnte ich mir auch nochmal anschauen. Ich bin ja gut in der Zeit. Wir haben jetzt gerade mal 14 Uhr und ich habe noch gut 20 Kilometer bis Hanmünden. Also alles gut, liege ich gut in der Zeit. Ja, und jetzt geht es erstmal hier in den Düsterwald. Ja, wenn du die ganze Zeit nur im offenen Terrain geradelt bist und dann hier reinkommst, dann denkst du auch, mein Güte. Bist hier im Herr der Ringe irgendwo. Sieht richtig mystisch aus. Wenn der Autoverkehr nicht wäre, hier rechts. Naja, gut. Jo, für mich geht es dann da weiter und ich melde mich. Ja, entweder habe ich Halluzinationen gehabt oder ich weiß auch nicht. Also, ich meine, ich hätte vorhin diese Klosteranlage gesehen, aber dann war es mit einmal nicht mehr da und ich habe auch keinen Wegführer gesehen zur Fähre darüber. Ich weiß auch nicht. Ja gut, mein Radweg, der hat hier auch so ein bisschen durch den Wald geführt. Kann sein, dass es dann in dem Bereich war, wo ich sie dann aus den Augen verloren habe. Komisch. Was ich jetzt zurückblicke, ich sehe es auch nicht mehr. Keine Ahnung. Auf jeden Fall fahre ich jetzt Richtung Reinhardshagen. Und da soll auch eine Fähre rübergehen. Laut meinem etwas veralteten Bikeline. Ja, mal gucken, ob das wenigstens der Wahrheit entspricht. Oh, da ist sie ja. Schön. Dann komme ich ja hier rüber. Super. Da drüben ist Reinhardshagen und ich bin jetzt hier in Hemeln. Genau, ich habe rüber gemacht mit der Fähre. Ja, noch ca. 10-11 Kilometer bis Hanmünden und dann habe ich es auch geschafft.
Ja, ich fahre jetzt hier entlang des Bramwaldes und des Reinhardswald, genau. Der ist wohl auch relativ bekannt. Ja, zwischen diesen beiden Wäldern fahre ich jetzt hier durchs Tal der Weser Richtung Hannover-Schmünden. Ja, und dann ist das heutige Etappenziel erreicht. Da bin ich doch ganz froh und glücklich. Vor allem, dass ich so trocken durchgekommen bin. Ich hatte mir eben noch mal kurz die Regenjacke angezogen, wie ich auf die Fähre wartete. Aber habe ich schnell wieder ausgezogen. Oh, hier geht's hoch. Schalten. Jo, Hannmünden. Sehr schön. Ja, jetzt muss ich nur noch meine alte Rathausschenke finden, wo ich mein Zimmer gebucht habe. Und dann ist der Tag, mein Freund. Hannmünden ist erreicht. Da hinten seht ihr das Welfenschloss und dann natürlich die weltberühmte Altstadt. Ja, und das dürfte die Werra hier sein. Die sich mit der Fulda vereint zur Weser. Ich hab's geschafft. 82 Kilometer waren es heute. War jetzt nicht so viel wie gestern, aber war trotzdem schon eine nette Anstrengung. Also ich habe auch einen Mordskohldampf. Ich glaube, ich gehe gleich erstmal runter zum Dönerladen. Da war einer um die Ecke. Ja, ich bin jetzt hier in der alten Rathausschenke und ja, der gute Mann hat mich vorhin reingelassen. Dritte Etage. Boah, mit Packtaschen hier hoch. Das ist nicht so einfach. Aber egal, auf jeden Fall bin ich froh, dass ich hier bin. Und jetzt werde ich mich erstmal frisch machen und dann werde ich mir Hannover-Schmünden so ein bisschen anschauen. Das ist eine ganz tolle Stadt, eine super alte Fachwerkstadt. Natürlich muss ich auch zum Weserstein hin, ist ja ganz klar. Gehört sich ja so. Und dann ja, werde ich den Abend locker ausklingen lassen. Vielleicht werde ich mir da irgendwo noch ein, zwei Bierchen holen. Zur Not kann ich auch hier unten mir was holen, sagt der gute Mann. Ja, und Fazit des Tages mache ich jetzt schon mal. Vielleicht bin ich nachher auch zu müde schon dafür. Ja, wie gesagt, 82 Kilometer war wieder eine super Tour, super Landschaft. Weserradweg in der Ecke hier ist also echt empfehlenswert. Mit der beste Part von dem ganzen Weserradweg. Links, rechts Berge, Wälder und auch die Landschaft, durch die Weser fließt. Also ganz, ganz toll. Und die kleinen Dörfchen natürlich auch schon, viele Fachwerkstädtchen dabei und also wirklich ganz toll. Und ja, unterwegs auch nette Leute gesprochen heute Morgen am Frühstückstisch hatte ich noch eine nette Unterhaltung mit einer Dame, einer älteren Dame, die ist auf Wanderschaft über den Weserbergland-Wanderweg, kommt aus Hamburg und die hat dann da jetzt in Hameln übernachtet. Quatsch, Hameln, was erzähle ich denn? In Holzminden, so ist es richtig. In Holzminden übernachtet und wird wahrscheinlich, hat sie gesagt, heute nochmal dort bleiben, weil das Wetter so schlecht angesagt war. Was aber gar nicht war. Ich habe also immer nur ein paar Stücke abbekommen, ein bisschen Fieselregen. Also es lohnte sich gar nicht, da die Regenjacke anzuziehen. Also ich bin fast trocken durchgekommen und da bin ich echt glücklich drüber. Weil die Wetter-App, die hat echt Horror-Nachrichten verbreitet gestern und heute Morgen noch. Nee, alles gut und wie gesagt, ich mache mich jetzt erstmal frisch und dann geht's ab in die City. Und dann, vielleicht sehen wir uns ja nochmal, mal gucken. Tschüss! So, und jetzt geht's rüber auf die Insel zum Weserstein. Ich will mich mal beeilen. Da hinten kommt es ziemlich dunkel rübergezogen.
Das scheint sie auch alles komplett neu gestaltet zu haben. In meinem letzten Besuch war das noch nicht so in der Art. Aber haben sie schön gemacht, muss ich sagen. Das ist toll. Ja, und hier kommt die Werra. Im Hintergrund ist die historische Werra-Brücke, über die ich vorhin rüber bin. Ja, und jede Menge Fachwerkhäuser. Ganz toll hier. Richtig schön. Ja, die Rathausschenke, das ist meine Unterkunft. Schönes altes Fachwerk. Ja, jetzt gibt es erstmal einen schönen Lammertschuben. Habe ich mir eben gerade um die Ecke geholt. Und dazu. Nein, das sind leere Dosen. Dazu gibt es einen schönen spanischen Rotwein. Da habe ich noch so ein kleines Fläschchen hier mitgenommen. Von meinem zukünftigen Schwager Ralf. Dankeschön nochmal dafür. Ja, das werde ich mir jetzt schön genüsslich einverleiben. Ja, dann würde ich sagen, Mahlzeit und ja, bis später.